Komisch. Bis jetzt habe ich mit den Leuten hier noch nicht geredet, ey. Hoffentlich kommt das noch, oder hoffentlich ist es kein Bug. Bewegung, Bewegung. Okay, okay. Sie müssen nicht gleich so unfreundlich sein, das meine ich nicht. Hi. Hallo. Soll ich hier drunter, okay? Bin dabei. Ach, Ladebildschirm, ich liebe dich. So viele. Wer zum Teufel sind Sie und was machen Sie hier? Hoppla, das ist ja gar nicht die Vault. Ich Dummerchen muss irgendwo falsch abgebogen sein. Ein hübsches Plätzchen haben Sie hier. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich ein bisschen umsehe? Toll, was ist das für ein Ort? Machen wir das mal. Sie sind wohl ganz ein Schlauerchen. Oder sind Sie einfach total bescheuert? Na schön, Sie Idiot. Gehen wir zum Chef. Okay. Wollte ich sowieso. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als ob die Hilfe bräuchten. Also, beim Funkspruch hieß es ja, boah, wir brauchen Hilfe, kommt umgehend, wir bitte, bitte, bitte. Und ich finde jetzt nicht, dass die Lage hier so kritisch ist. Bewegung, Bewegung. Bewegung, deine Mutter macht Bewegungen. Geile G-Sequenz. Okay, abbiegen. Gehen Sie jemand anderem auf die Nerven. Hören Sie, ich weiß nicht, was Sie hier wollen. Aber wir mögen keine Überraschungsbesuche. Sie können froh sein, dass Sie überhaupt noch leben. Aber, vielleicht steckt in Ihnen ja mehr als in den übrigen Schuttbewohnern. Dieser Computer an Ihrem Handgelenk. Vielleicht können Sie sich ja doch als nützlich erweisen. Intelligent. Mein Pip-Boy macht mich also einzigartig und deswegen brauchen Sie meine Hilfe. Ganz dumm sind Sie also nicht. Das ist gut. Ich werde es einfach ausdrücken. Ich brauche Sie und ich brauche Ihren Computer da. Wenn Sie mir helfen, werde ich Ihnen helfen, soweit ich kann. Nicht jeder bekommt so ein Angebot von den Ausgestoßenen. Denken Sie also wirklich gründlich darüber nach. Ihr Jungs behandelt Außenstehende wie den letzten Dreck und bettelt aber trotzdem um Hilfe. Das ist ja wirklich typisch. Entschuldigen Sie die Schroffheit meiner Männer, aber wie Sie sehen, stehen wir alle unter ziemlichem Druck. Wenn ich Ihnen die Lage erklären dürfte? Gut, Sie können. Die Basis enthält vermutlich wertvolle Geräte, aber wir kommen nicht ran. Das Waffenhaus hat eine Sicherheitstür, die wir nicht öffnen können. Wir sind sicher, dass jeder, der die VR-Simulation der Anlage schafft, Zutritt erhält. Aber dazu braucht es eine Schnittstelle, wie die Ihres Pip-Boy. Sie müssen in den Simulator und das Programm absolvieren. Dadurch wird das Waffenhaus entriegelt. Wenn Sie das tun, kriegen Sie einen Teil der Waffen. Hä? Simulation? Reden Sie etwa von einer Computersimulation? Okay. Was wird denn da simuliert? Die Befreiung von Anchorage, Alaska aus der Hand chinesischer Kommunisten. Laut unserem Gelehrten ein Schlüsselereignis in der Geschichte der USA. Ich will Sie nicht belügen. Das ist ein Kampfeinsatz mit deaktivierten Sicherheitsprotokollen. Was bedeutet, dass Sie in der Simulation sterben werden. Da Sie noch zuhören, nehme ich an, dass Sie Interesse haben, aber die Zeit drängt. Sibley bringt Sie zum Pod. Olin führt die Einsatzbesprechung durch. Falls Sie weg wollen, nur zu. Meine Männer werden Sie nicht daran hindern. Okay, machen wir's.
Mir war schon klar, was hier passiert. Ich habe hier jetzt mit Absicht ein DLC ausgewählt, was ein bisschen ausgeflippt ist. Also zwar nicht so verrückt wie Mutterschiff Zeta, aber doch sehr grenzwertig ist. Ich liebe solche Sachen eben. Klopf, klopf, Olin. Ich bringe Ihnen einen neuen Freund. Was? Ja, aber behandeln Sie den hier besser als den letzten, ja? Zur Hölle mit Ihnen, Sibley. Sie wissen, dass das nicht mein Fehler war. Klar, was auch immer. Hauptsache, Sie bringen irgendwas weiter. Hallo? Wir wollen alle so schnell wie möglich weg von hier. Ja, Schön, dann gehen Sie raus und lassen Sie mich meine Arbeit machen. Genau, gehen Sie raus und lassen Sie Falls Ihre Sie Arbeit machen. Falls Sie helfen wollen, prima. Falls nicht, gehen Sie mir aus dem Weg. Sie wollen helfen? Schön, dann ziehen Sie das hier an und setzen sich in den Stuhl. Wir lassen die Simulation dann laufen. Wow, die ist schon mal ziemlich direkt. Nette Einstellung. Behandeln Sie jeden, so jeden, der Ihnen helfen will? Solange Sie nichts tun, das uns wirklich weiterhilft, sind Sie nur ein Klotz am Bein. Okay, was können Sie mir über diese Simulation erzählen? Ich finde das Ausmaß Ihrer Unkenntnis entsetzlich, aber auch nicht ganz unerwartet. Diese Simulation war eine der wichtigsten ihrer Zeit, die Befreiung von Anchorage, Alaska, aus der Hand der Chinesen. Am Ende rückten die Amerikaner ein und befreiten die Stadt, allerdings unter schweren Verlusten. Diese Simulation bereitete die Soldaten darauf vor. Sie sollten ihre Geschichtskenntnisse wirklich etwas auffrischen. Tut mir leid, aber in dieser Welt sind Geschichtskenntnisse jetzt nicht so das Wichtigste. Sie haben den Anzug, also ziehen... Können Sie mir mehr darüber erzählen, was hier zu tun ist? Das, was wir immer tun. Wir bergen Technologie, bewahren sie und sorgen dafür, dass sie nicht in die falschen Hände gerät. McGraw hofft, dass uns das, was sich hier drinnen befindet, einen großen Vorteil verschaffen wird. Ich zweifle daran, stehe aber auf seiner Seite. Sie haben den Anzug, ja, ja, also... Ja, ja. Wozu brauchen Sie mich denn genau? Naja, eigentlich brauchen wir sie nicht. Falls es Ihnen nichts ausmacht, dass wir Ihnen den Unterarm abschneiden. Die Simulation sucht nach einer externen Schnittstelle. Ich weiß zwar noch nicht genau warum, aber umgehen lässt sich das nicht. Ihr Pip-Boy eignet sich als Schnittstelle. Und da Sie den Pip-Boy tragen, müssen Sie auch die Simulation durchlaufen. Verstehen Sie? Nö. Sorry. Bin hier überfragt. Sie haben den Anzug als... Nein. Upsala. Okay, aber dann gibt's nichts mehr zu quatschen mit der Tosil. Mit dir? Falls Sie es noch nicht bemerkt haben sollten. Okay, ich gehe jetzt nochmal zum McGraw rüber. Also zum Big Boss, zum Protektor. Und mal schauen, ob der noch was verliert. Ich habe meinen Teil gesagt. Wenn Sie uns helfen wollen, folgen Sie Sibley zum Simulationsplatz. Okay, gut. Dann hätten wir es also. Ziehen wir uns mal den geilen Fummel an, den wir da bekommen haben. Oh, ist sexy. Yeah. Nehmen wir die Waffe ab. Lass ich mich hier mal wieder ein. Oh, endlich sitzen. Das ist angenehm. Okay. Cool, ja. Toll. Tolle Sache. Cool. Ist cool. Ich mag Zeitungen nicht. Rohlingkugeln mag ich. Hey! Hey! Aufgewacht! Na los, reißen Sie sich zusammen! Das war ein böser Sturz. Als ich Ihr Fallschirm verhedderte, dachte ich schon, mit dem ist's aus. Ich hoffe, die anderen haben es geschafft. Ich glaube nicht, dass uns die Patrouille gesehen hat, wie wir reinkamen. Das Überraschungsmoment ist noch auf unserer Seite. Sie haben noch Ihr ganzes Gerät. Also ist es Ihre Entscheidung. Sie können reinschleichen oder im Kugelhagel einmarschieren. Wir sehen uns wie geplant drinnen am Treffpunkt. Danach jagen wir diese Artilleriegeschütze zum Teufel. Passen Sie auf. Die Roten hier oben sind alles andere als zimperlich. Viel Glück. Danke. Cool. So eine Animation habe ich noch nie gesehen.
so kleine Tatsachen. Okay, also wie gesagt, wir sind in Alaska, haben anscheinend unser ganzes Zeug verloren und haben jetzt die Einsatzausrüstung eines Marines. Ich glaube jedenfalls, dass wir Marines sind. Ja, Orientierung ist momentan aber noch ein bisschen dürftig. Machen wir mal schnell speichern. Was haben wir denn hier? Also das Kampfzeug, Steelboy, irgendeine Komponente, Haarklammer, okay. Das heißt, wir schleichen dich jetzt rein oder mache ich Big Fight? Okay. Ich probiere jetzt. Chinese. Das läuft jetzt nicht so wie gewollt. Nein! Ich wollte seine Aussi haben. Boy. Ich bin echt zu blöd zum Meucheln, so sieht's aus. Tut mir leid, aber ich will die Ausrüstung haben, weil wir brauchen Ausrüstung. Warte mal, ich könnte das Teil hochjagen. Nee, das wäre mir zu laut. Dass er das nicht hört? Yes, sir. Nein! Okay, schade. Wir hätten die Ausrüstung brauchen können, so versteht ihr es. Nee, okay, gut. Das kriege ich schon noch besser. Ich werde einfach mit jedem Meuchelmord Quick Save machen und dann werden wir es in ein paar Jahren geschafft haben. Nein, komm schon. Schade. Also schnappen kann man sich anscheinend leider nichts. Zu schade. I'm the best Meuchelmörder of the world. And my English is very, very wonderful. Okay. Tut mir leid. You're the man! My dungeon is one way! One way in one way, and then you're Bing Zing Wang Zing Banga Banga Fugi Fugi, deine Mutter. Das habe ich zu dir zu sagen.
hege die Vermutung, dass die rot leuchtenden Sachen, dass wir die benutzen können. Nein, 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 nein. Verdammt. Okay, gut. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ich habe mich jetzt vor dem DLC mit maximaler Ausrüstung ausgestattet. Und das war anscheinend irgendwie für eine Katz. Coole Sache. Ah ja, dafür die Treppen hier noch nicht grün drauf. Alter Leute, ey, was habt ihr getan? Ihr braucht nicht immer so unfreundlich sein, das ist echt nicht nett. Thank you.